So, wir sind live. Nicht. Ab! Jo Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Reaktion. Heute wieder, Kollege, dritte Single vom Album La Dolce Vita. Ich weiß gar nicht, ob mittlerweile überhaupt ein Datum bekannt gegeben ist. Auf jeden Fall, Erfolgsspur kam jetzt tatsächlich raus, mit Video mal wieder. Ja, da gehen wir rein. Ich bin gerade im Urlaub. Seht ihr ja schon an der Location, deswegen habe ich auch leider hier nur so ein sporadisches Headset. Das heißt, ich bin etwas leiser und die Audioqualität ist natürlich schlechter. Das tut mir schon mal leid. Erfolgsspur war dieser Song, der so sehr, sehr, sehr oldschool angehaucht war und auch mit so ein bisschen Gesang. Der wurde mit dem Boss Live schon mal so ein bisschen angeteased. Und ich bin ziemlich gespannt auf den. Der könnte sehr, sehr nostalgisch auch werden. Produziert natürlich von allen, die man so erwartet. Masri, der neue da. Asche natürlich mit dabei, Johnny Instrument, klar, auch Hammerproduzent, ne? Dinsky kenne ich nicht, keine Ahnung. Und ja, wir müssen noch sehr viel von Kolle nachholen in Sachen kleine Tracks, also die Sache mit Marjo, die Lyric Lounge quasi, also dieses Chop-Off unterwegs Zeug, ne? Diese kleinen Songs, die müssen wir noch anhören. Das in meiner Blüte oder in seiner Blüte müssen wir natürlich auch noch anhören. Das Tilo und Rim-Ding müssen wir noch anhören. Es gibt noch sehr, sehr viel zu gucken, aber die Singles gehen auf jeden Fall vor. Und das kam eben heute raus am 9.6. Und ich hoffe, es geht wieder ein bisschen, ja, keine Ahnung, ein bisschen krasser weiter. Wie auch immer. Erfolgsspur, das klang alles sehr, sehr gut. Es kam anscheinend auch sehr, sehr gut an, wie es hier aussieht. Und ja, die Promophase ist weiterhin absolut krass. Nochmal ganz kurz zum letzten Song, Lord Aura. Den habe ich ja in der Reaction tot gefeiert. Habe dann aber gesehen auf jeden Fall, dass der tatsächlich gar nicht gut ankam. Also der ist total. Er wurde nicht gehatet, aber das war für Collin-Niveau schlechter, trotzdem besser als alles andere. Aber das kann ich zum Teil auch verstehen. Also ich feiere den Vibe, ich feiere den Beat. Das war ein großer Kritikpunkt, dass der Beat zu langweilig ist. Das fand ich zum Beispiel gar nicht. Ich fand den super. Der größte Kritikpunkt, den ich jetzt im Nachhinein auch ganz klar verstehe, ist natürlich die Lyrik. Also sowohl vom Inhalt als auch von den Reimen war das tatsächlich unter Kollis Niveau. Das stimmt. Das ist mir in der Reaktion gar nicht so aufgefallen, weil ich einfach vom Soundbild so geflasht war und das so getrieben hat. Das war so smooth. Ich finde trotzdem, dass dass Lord Aura underrated ist. Na, der ist nicht umsonst auf dem Album. Ich finde Lord Aura trotzdem mega. Aber natürlich für die Aura-Reihe sind die Erwartungen natürlich nochmal höher. Und ich glaube, das soll auch der Abschluss der Aura-Reihe sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein ganz neues Brett. Erfolgsspur. Mit einem Video. Ich bin sehr gespannt. Und es geht los. Ich hoffe, von den Sounds, von Lautstärke passt hier alles. Ich bin mehr als gespannt. Ich habe mega Bock. Boah, was ist denn das gleich für eine. Wow, was ist das gleich für eine Videoszene? Ich muss erstmal gucken, ob mittlerweile vielleicht das Datum da ist fürs Album. Ich habe es nicht vorbestellt, überlege aber noch. Aber auf. Was? Die Website ist nicht verfügbar? Sag mal. Ach so, das ist wegen diesen Drecks-WLAN hier. Ja, manche Seiten sind hier irgendwie nicht verfügbar mit dem WLAN. Keine Ahnung, Alter. Naja, vielleicht wird es ja am Ende des Videos oder so dann revealed. Weil er hat gesagt, dass bald die Info kommt, das Release-Datum. Was ist das für eine Szene? Boah, oi, oi, oi. Ja, das hat man in dem Teaser schon gehört. Das sind sehr ästhetische Aufnahmen gerade hier. Was sind das für Schuhe, Alter? Was hat er da abgeknipst? Ich kenne mich mit Zigarren natürlich nicht aus. Super leichter, schöner Sommervibe. Du kriegst noch eine Chance und ich nutze sie. Damals weiße Air Force, abgenutzte Jeans. Ja. Boah, das ist krass, ihn so shredded zu sehen, Alter. Das ist fast schon surreal. Du kriegst noch eine Chance und ich nutze sie. Damals weiße Air Force, abgenutzte Jeans. Hinterlasse eine Erfolgsspur unbesiegt. Ich folgte mal. Hinterlasse eine Erfolgsspur. Force, abgenutzte Jeans. Hinterlasse eine. Ja, das ist im Prinzip einfach nur, ja, er hat's geschafft. Und das ist.
Es ist ein sehr, sehr lockerer Vibe und sehr, sehr laid back, was jetzt so ein bisschen das Motto vom Album sein soll. Back to the roots. Ich folgte meinem Dream. Von einem Jungen aus Mainz zu einem Evergreen. Numbers on the board, so wie Pichotti. Oh, das ist auch eine super, super. Oh, krasses Outfit auch. Das ist eine super cleane Mische. Das klingt so rein und so klar, die Stimme. Die ist richtig schön abgemischt. Die ist richtig breit. Wahnsinn. Seine Erfolgsspur unbesiegt. Ich folgte mein Dream. Breit aufgestellt wie ein Weintraubenfeld. Oh ja. Da sehe ich mich. Es ist kein krasser Vergleich, aber einfach, weil es sich halt so, weil es so gut im Reim steht. Breit aufgestellt wie ein Weintraubenfeld. Allein Weintraubenfeld. Och, ich liebe es. Okay, jetzt haben wir eine sehr, sehr melodische Hook. Und jetzt kommt, glaube ich, ein richtiger Rap-Part. Und das. Aber alles auf sehr entspannt. Super. Es hat so richtigen. Ja. Kollege-Album-Vibe. Das ist so ein bisschen. Bisschen erinnert es mich an Sommer. Vom Sample, von den Pitch-Vocals. Ist sehr oldschool, das alles hier. Klar, die Stimme hat sich natürlich ein bisschen verändert und so. Aber das ist wirklich. Das ist sehr, sehr oldschool-mäßig. Ich glaube, also bisher sollte niemand jetzt hier was sagen können. Bisher. Breit aufgestellt wie ein Weintraubenfeld. Bossaura am Start als West 2011. So gerade, als ob ich einen Besenstiel verschluckte. Mein Lebensziel mit 15 Cash und mega viele Muskeln ist. 15, okay. Auch cool. Dialekt. Als ob ich einen Besenstiel verschluckte. Ein Besenstiel? Warum ein Besenstiel verschluckte? Aber es ist Bossaura wie 2011. Aura am Start als West 2011. Ja. So gerade, als ob ich einen Besenstiel verschluckte. Achso, so gerade. Mein Lebensziel mit 15 Cash und mega viele Muskeln. Es ist Blume, Komma Felix, himself und höchstpersönlich. Persönlich. Sehr real. Entrepreneur, Bitch, selbstgekrönter König. Ein Boah. Komma Felix, himself und höchstpersönlich. Rap-Entrepreneur, Bitch, selbstgekrönter König. Selbstgekrönter König. Nicht nur selbstgekrönt, das stimmt nicht. Komma Felix, himself und höchstpersönlich. Rap-Entrepreneur, Bitch, selbstgekrönter König. Es ist so ein bisschen biografisch, der Song. Also, ja, im Prinzip ein weiter Blick in die Vergangenheit. Bühnenhafter Bühnenstar, da applaudieren Fans. Bei anderen Rappern geht es nicht so, applaudieren Fans. Ey. Nochmal, da war ein Spit dabei. Bühnenhafter Bühnenstar, da applaudieren Fans. Bei anderen Rappern geht es nicht so, applaudieren Fans. Oh ja. Oh ja. Oh Gott. Was ein geiler Spit. Ein hünenhafter Bühnenstar, da applaudieren Fans. Bei anderen Rappern geht es nicht so, applaudieren Fans. Oh, scheiße, ist der gut. Oh. Dass man den noch nicht gehört hat. Oh. Da bin ich sehr gespannt, was Chicky dazu sagt. Also im Prinzip bei meinen Songs applaudieren Fans, bei deinen Songs geht's nicht so ab, laut ihren Fans. Ah, oh, das ist sehr stark. Boah. Ein bühnenhafter Bühnenstar, da applaudieren Fans. Da applaudieren Fans. Rap-Entrepreneur, Bitch, selbstgekrönter König. Ah. Ein bühnenhafter Bühnenstar, da applaudieren Fans. Bei anderen Rappern geht es nicht so, applaudieren Fans. Das ist ein perfekter Spit. Ja, das ist perfekt. Da muss man nichts ändern, nichts komisch betonen. Das ist ein perfekter Spitzblitz. Ich komme aus Kanada, doch die Kids sagen, alter Schwede. Ja, Mann, ich komme aus Kanada, doch die Kids sagen, alter Schwede. Wieder eine ganz klare Hommage. Man geht es nicht so, applaudieren Fans. Ey, ich komme aus Kanada, doch die Kids sagen, alter Schwede. Als ob ich dieser Dicke von ABBA wäre. Was mich beschäftigt, Golfen, Tennis und Polo. Ich zieh mein Ding von A bis Z durch, wie beim Amazon-Logo. Ich zieh mein Ding von A bis Z durch, wie das Amazon-Logo. Das ist auch cool. Millionärs Club entstehen nur zeitlose Tracks. Kein Greifvogelnest, doch die Zweigstelle wächst. Wieder was mit Greifvogel. Ey, ich komme mit Weingutbesitzern und Greifvogelzüchtern. Im Billionärs Club entstehen nur zeitlose Tracks. Kein Greifvogelnest, doch die Zweigstelle wächst. Kein Greifvogelnest, doch die Zweigstelle wächst. Kein Plan. Weißes Pulver wiegen und zu Bare machen. Sachen, die wir von der Wiege bis zur Bare machen. Boah, geile Chain, Alter. Könnte das sein, dass die in der Box ist? Na, die sieht aber zu krass aus. Ich glaube, das ist nichts in Massenanfertigung.
Aber wie cool ist diese Chain? Mach, du kriegst nur eine Chance. Ist das überhaupt eine Chain? Das sieht eher aus wie so ein Strick oder so aus Stoff. Wiegen und zu Bare machen. Sachen, die wir von der Wiege bis zur Bare machen. Du ja, nur sieht eher aus wie Stoff. Chance und ich nutze sie. Damals weiße Air Force, hab genutzte Jeans. Hinterlass eine Erfolgsspur. Wo wurde das gedreht? Also es sieht schon irgendwie nach Amerika aus. Es könnte aber theoretisch auch so ein bisschen so Spanien, Portugal könnte auch sein. Ich folgte meinem Dream. Ich folgte meinem Dream, diese Geste. Von einem Jungen aus Mainz zu einem Evergreen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wow. Was ein positiver Vibe hier. Okay, das ist crazy. Ich werde ganz kurz die Aufnahme safen, weil das ist zu krass. Und ich werde ganz kurz auch gucken, ob das so passt vom Soundniveau. Wir sehen uns gleich wieder. So, das immer wieder. Ich habe den Sound vom Lied noch ein bisschen höher gemacht. Auf jeden Fall sollte jetzt dann der zweite Part kommen. So wie es scheint, wird das ein Drei-Part-Song. Mal gucken. Ey, der Raum einnehmen. Digga, das ist so krass, Alter. Der geht auch schon wieder hier 5 Minuten fast, der Song. Oder sind das hier nur ein Spiel? Ich weiß nicht, ob das noch wirklich zum Song an sich gehört, aber ja. Jetzt kommt erstmal der zweite Part. Ich bin gespannt. Ey, der Raum einnehmende Boss. Ey, der Rumprotz hinter euch unboxt. Ey, der Raum einnehmende Boss. Und dann in den Bauch eintretende Boss. Der kurz auftauchende der 100 Dullis klatscht. Boah, das ist aber auch wieder eine Hommage. Ja, ja. Es gab viele Stellen, wo er irgendwie gesagt hat, der so und so Boss. Der Raum einnehmende Boss. Ey, der Raum einnehmende Boss. Ey, der Rumprotzende euch umboxende unter den. Oh, der Rumprotzende euch umboxende. In den Bauch eintretende Boss. Und in den Bauch reintretende Boss. Boah, diese die Binnenreime. Das ist ABBA-Reimschema. Der kurz auftauche, der 100 Dullis klatschende und sich gönnjaminhaft dann wieder eine Auszeit nehmende Boss, der im Start. Ha, krass. Der kurz auftauche, der 100 Dullis klatschende und sich gönnjaminhaft dann wieder eine Auszeit nehmende Boss, der ja. Im staatsmännischen Maybach fährt. Im staatsmännischen Maybach? Krasse Videoeffekte hier. Sich gönnjaminhaft dann wieder geile Transitions. Boss, der im staatsmännischen Maybach fährt. Staatsmännisch im Maybach fährt. Yeah, sieh ich gleite nice umher wie ein Eichelherr. Eichelherr? Was ist ein Tier anscheinend? Ich gleite nice umher wie ein Eichelherr. Was ist ein Eichelherr? Da muss ich kurz gucken. Ah, hier. Ah, ein Vogel. Okay. Ja, schön. Ich gleite nice umher wie ein Eichelherr. Ich weiß nicht, ob der besonders fliegt. Kurz keine Ahnung. Auftauche, der 100 Dullis klatschende und sich gönnen dann wieder eine Auszeitnehmende Boss. Auszeitnehmende Boss. Staatsmännisch im Maybach fährt. Ja. Da war doch auch wieder ein Spit, oder? Mit dem staatsmännischen Maybach. Weil der hat zweimal staatsmännische Maybach gesagt. Im staatsmännischen Maybach fährt. Staatsmännisch im Maybach fährt. Maybach. Da muss ich ganz kurz. Da gehe ich jetzt mal auf Genius und guck mir das an. Ich glaube, da ist ein Spit drin, oder? Warum sollte er zweimal sagen staatsmännisch Maybach? Da ist bestimmt was drin. Er wiederholt nicht einfach irgendeine Zeile. Sinnlos. So, hier kommen auch immer wieder neue Sachen dazu, weil in den MIP-Folgen immer wieder werden ja neue Songs angeteased zum Album. Jetzt haben wir natürlich Laidback, das kennen wir ja schon. Oh Gott, Laidback, Alter Schwede. Das wird das Intro. Das gab's in MIP. Das ist zu krass, der Song. Der wird zu krass. Erfolgsspanner jetzt. Betonschuh soll noch kommen mit Asche. Unantasto mit Asche. Der wurde schon geteased. Das Ding ist, ich muss zugeben, ich glaube, seit der 6. oder 7. Folge gucke ich nicht mehr, weil ich nicht hinterherkomme und das werde ich irgendwann nachgucken. Aber zwei Songs mit Asche schon mal. Yes! Geil! Endlich wieder Sachen mit Asche. Sternklare Nacht auf eine Zigarre. Und natürlich die zwei Singles bisher. So, jetzt muss ich aber trotzdem gucken, ob hier schon Annotations gemacht wurden. Das will ich auch nochmal kurz gucken. Ah, genau. Ja. Genau. Mein Ding von A bis Z durch. Ich dachte schon, weil eigentlich ist ja N am Ende. Aber das Logo ist ja mit dem Pfeil von A bis Z. Das ist auch eine Megazeile. Okay, also hier. Der im staatsmännischen Maybach fährt. Ach so. Ja, den staatsmännischen Maybach fährt, der staatsmännisch im Maybach fährt. Ist kein krasses Bit, aber ist cool. Yeah, sieh ich gleite nice umher, wie ein Eichelherr. Das Album ist, als ob's eine Bühne von Michael wäre. Voll mit Brettern für den geneigten Herrn. Voll mit Brettern für den geneigten Herrn. Geneigten Herrn?
Ab direkt wieder auf Genius. Ja. Das hätte ich auch einfach offen lassen können. Wobei, ich glaube, da war keine Annotation dazu. Das Album ist, als ob es eine Bühne von Michael wäre. Voll mit Brettern für den geneigten Herrn. Brettern wegen Sarg vielleicht? Eine Bühne von Michael. Aber warum geneigten? Na gut. Das Album ist, als ob's eine Bühne von Michael wäre. Geile Aufnahme. Brettern für den geneigten Herrn. Irgendwas läuft von Grund auf im Bett verkehrt. Mit Moonwalk. Hier sieht er ein bisschen aus, als hätte er ein bisschen zu viel. Zu viel geschnieft. Bin so überlegen, das ist unlauterer Wettbewerb. Drop nur Highlights voll mit Wortspielen und hab immer noch so überlegen, das ist unlauter. Ja, im Prinzip schon. So, bin zu überlegen, das ist unlauterer Wettbewerb. Drop nur Highlights. Nee, hier. Irgendwas läuft von Grund auf im Rap verkehrt. Bin zu überlegen, das ist unlauterer Wettbewerb. Verstehe ich nicht. Unlauterer Wettbewerb, drop nur Highlights. Mach deinen Tennisschläger da weg. Highlights voll mit Wortspielen und hab immer noch paar Knaller in der Pipeline wie die Nord Stream. Heroischer. Oh, Asche. Hab immer noch paar Knaller in der Pipeline wie die Nord Stream. Okay, Pipeline kennt man ja, also in Hinterhand, ja, auf Lager. Aber Knaller? Die Nord Stream ist eine Gaspipeline, klar, aber Knaller? Umgangssprachlich etwas in der Pipeline haben, das kenne ich ja, genau. Okay, das ist eine Anspielung auf die Anschläge vom 22. September auf die Nord Stream 2. Ein paar starke Knaller. Okay. Das wusste ich nicht. Okay. Es gab wohl so Bomben-Dinger in der Nord Stream. Hab noch ein paar Knaller in der Pipeline wie die Nord Stream. Ah! Vermutlich sind ein paar Sachen nicht detoniert. Vermutlich sind ein paar Bomben oder so noch drin, aber nicht. Ne? Weil hier steht, da habt noch ein paar Knaller in der Pipeline wie die Nord Stream. Anscheinend hat die. Vielleicht sind da noch irgendwelche. Minen oder nicht Minen, Bomben, keine Ahnung. Nice. Mit stoischer Mine, guck Knaller in der Pipeline wie die Nord Stream. Heroischer Hühne, mit stoischer Mine, guck wie ich dieses Jahr noch bedrohlicher wirke. Mit stoischer Mine? Heroischer Hühne mit stoischer Mine. Ich kenne das Wort, glaube ich, so halbwegs stoisch. Also, stoisch heißt so, dass man nicht leicht die Ruhe verliert oder sich aufregt. Okay, Stoa. Stoischer Weiser. Okay. Wow, Duden geht nicht. Gelassenheit, okay. Mit stoischer Gelassenheit. Ja, im Prinzip die boshafte Unberührtheit, ja. Im Bugatti Veyron. Ey, ich heiz auf den Straßen. Ah, da ist er doch, der. Wie heißt er? Bosnier. Guck, wie ich dieses Jahr noch bedrohlicher wirke. Im Bugatti Veyron. Ey, ich heiz auf den Straßen wie die fackelnden Tonnen in den Gassen der Bronx. Wird mich das. Nochmal. Ey, ich heize auf den Straßen wie die fackelnden Tonnen, ja. In den Gassen der Bronx. Ich heize auf den Straßen wie die fackelnden Tonnen in der Bronx. Wird mich als Kanzler für eine bessere Lohnauszahlung. Ich mach, dass die Bürger auf ihrem Esstisch auch Brot drauf haben. Dass wir keine Drecksinflation mehr. Ja, das ist jetzt hier wieder so ein bisschen Free Spirit Gelaber. Ich meine, mal gucken, ne? Mach das. Aber mir reicht's, wenn du einfach Musik machst, so. Nein, natürlich nicht, aber mach, was du willst, aber. Ja, vielleicht ist es auch nicht so ernst gemeint, ich weiß nicht. Lohnauszahlung, ich mach, dass die Bürger auf ihrem Esstisch auch Brot drauf haben, dass wir keine Drecksinflation. Also natürlich trägt er natürlich trotzdem ganz klar was bei zu der Gesellschaft, klar. Bessere Lohnauszahlung. Aber Kanzler weiß ich jetzt nicht, mal gucken. Lohnauszahlung, ich mach, dass die Bürger auf ihrem Esstisch auch Brot. Da hat er einen leichten Höhenflug. Wie ein Albatros. Drauf haben, dass wir keine Drecksinflation mehr haben und die Preise fallen, wie als wir den Echo vom Hochhaus warfen. Die Preise fallen, wie als wir den Echo vom Hochhaus warfen. Wenn Inflation mehr haben und die Preise fallen, wie als wir den Echo vom Hochhaus warfen. Du kriegst nur eine Chance und ich nutze sie. Boah, geil, der Einstieg. Force, abgenutzte Jeans, hinterlasse eine Erfolgsspur unbesiegt. Ich folgte meinem Dream, von einem Jungen aus Mainz zu dem Evergreen. Numbers on the board, so wie Pusha T. Hinterlasse eine Erfolgsspur unbesiegt. Ich folgte meinem Dream. Und dritter Part? Nee, ich glaube nicht. Aber jetzt kommen hier so ein bisschen so West Coast, wie bei
Westside Reloaded gab es am Ende auch so ein Ding mit so ganz hohen Synthis. Ich glaube, sowas kommt jetzt hier, so ein Beat-Outro. Aber Digga, wir sind trotzdem bei über 3 Minuten, was für die heutige Zeit ja quasi wie 20 Minuten ist. Boah, der Beat knallt echt auch gut rein, du. Konnte mich noch gar nicht so richtig auf den Beat konzentrieren. Also ich höre auf jeden Fall den Johnny Instruments Teil raus. Ja. Das könnte eigentlich auch ein Aschebeat sein, so ein bisschen. Na, wobei. Ja, nee, eigentlich ist der wirklich perfekt für Colin, ne, mit den Stimmen und so. Geil. Er hat Spaß. Das merkt man. Nice, nice. Ja, so leichte Synthi-Melodies da drauf. Super angenehm. Boah, ich hoffe, dass die Instrumentals mit dabei sind. Das glaube ich aber nicht. Heutzutage wird das leider nicht mehr so oft gemacht. Das ist voll schade. Okay, nochmal fast eine ganze Minute Beat-Outro. Ich weiß nicht, ob das auf Spotify auch so ist. Oh. Oh, Nostalgie. Ganz, ganz, ganz alte Einspieler, auch von Stefan Raab gleich hier noch. Boah, ich kenne mich nicht so gut aus. Ich gucke mal, ob ich da irgendwie die Musikvideos errate. Also es sind auch viele Live-Auftritte und sowas, aber das hier, okay, das ist zu Tipp 1, klar. Junge, wie alt ist das denn? Das ist doch noch vor 2005, oder? Das ist ja uralt. Okay, das ist Big Boss Video. Das kennt man. Das ist JPG wahrscheinlich, boah, was könnte das sein? Mitternacht, Dynamit... Sowas vielleicht? Mitternacht, denke ich mal. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist auch schwer. Okay. Splash. Das ist Mondfinsternis, glaube ich. Das ist Dynamit. Das ist Alpha vom King-Album. War das Genozid? Ich glaube, ja. TV Total. John Gotti? Ich glaube, John Gotti. Monument. Nee, Nero. Das war Imperator-Album. Ja, ist im Prinzip wie ein Rückblick einfach halt. Wie eine Biografie. Mit Scott Storch, okay, da geht's dann ums Monument-Album mit Löwe und so, hier, das Musikvideo. Ja, Löwe. Sturmmaske auf, da haben sie jetzt aber ein bisschen was vertauscht in Sachen Chronologie. Sturmmaske auf war auch, boah, war das geil. Oh, mit Asche, was war das? Irgendwas MBK-mäßig, glaube ich. Echo, Rotlichtsonate, zu RTL 5, Klassikmusik. Und jetzt natürlich Lorbeerkranz. Okay, das war's. Oh ja. Boah, ich kriege jedes Mal so Gänsehaut, wenn dieser Einspieler kommt. Das ist so schön. Ich freue mich auf diesen Song so sehr. Ich weiß nicht, was das für ein Song wird, Alter. Boah, diese Stimmen. Neue Boxinhalt, vielleicht? Ich glaube nicht. Nee. Boah, das klingt so schön. Okay, ich habe keine Ahnung, wann dann das Album kommt. Es hieß ja, auf der Seite stand bisher Ende Juni bis Juli. Also es ist wirklich nicht mehr lang. Es ist wahrscheinlich nur eine Sache von Wochen, vielleicht sogar nur Tagen. Naja, eher Wochen. Ich denke mal, so in 2-3 Wochen könnte es tatsächlich schon kommen. Und das werden wir natürlich dann in der Albumreaktion hören. Und da bin ich wirklich gespannt. Das könnte echt mal wieder ein richtiges, richtiges Banger-Album werden. Das könnte, beziehungsweise ein Boss-Album werden. Boah, das könnte Zuhälter-Tape 5 für mich eventuell sogar wahrscheinlich übertreffen. Und ich überlege gerade, was dann das letzte Album war von Kolle, was mich so geflasht hat. Aber gut, man kann es ja noch nicht sagen. Es kann auch alles noch ein bisschen schlechter werden, aber bisher wirkt es nicht so. Bisher hat man keinen Anhalt dafür, nicht zu glauben, dass es absolut crazy wird.
Also, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich werde in den kommenden Tagen natürlich noch auf die anderen, oder ja, wir werden uns die ganzen anderen Kleinigkeiten rund um das Album natürlich auch noch anhören, die kleinen Songs und ja. Aber erstmal war es das hier von der Volksspur. Hört den Song, bis dann und ciao.